Okay, jedenfalls, Freunde, ich will die Stage 4 versuchen von diesem neuesten Schwiegs Event da. Dabei kann man ja an sich begrenzte Charaktere nur mitnehmen, also nur Artificial Lifeform Charaktere. Und da kam, oder da habe ich mich ja gefragt, ey, kann man das mit dem Free-to-Play-Mercuda-Team schaffen? Ich habe aber auch auf ihr Isay gewartet und wir haben ihr Isay jetzt. Und es gibt sogar tatsächlich eine Mission, wo man diese Free-to-Play-Mercuda mitnehmen muss, nämlich hier. Diese ganzen Free-to-Play-Metal-Cooler. Ich mache das auf JP, weil auf JP habe ich schon sie gefarmt komplett auf 100% Extreme Sea Awakened. Ich habe auf JP zwar den physischen Metal-Cooler, aber ich nehme den mal nicht mit, also als meinen eigenen Leader. Sondern wie ist es, wenn man den. Ich will quasi ein Team spielen und das Team und die Stage und diese Mission versuchen, ohne eigenen LR-Metal-Cooler. Der nächstbeste Leader ist natürlich dann der Izay Argel Metal Cooler, wenn ihr ihn habt. Er gibt nämlich hier Bloodline Key 470%. Oder ihr nehmt halt irgendeinen, den hier zum Beispiel. Auf JP hat er einen Izay, auf Global hat noch nicht, das ist die Sache. Oder ihr könnt richtig Free-to-Play reingehen und den hier zum Beispiel nehmen. Aber der gibt nur Key 377%. Oder ihr nehmt halt einen anderen, einfach quasi Backup Artificial Lifeform Leader. Wie zum Beispiel den hier, der ist ja Artificial Lifeform Leader. Aber ihr müsst halt aufpassen, dass er immer rausrotiert mit dem Item oder so. Lange Rede, kurzer Sinn, ich nehme absichtlich nicht meinen physisch LML Cooler. Ganz kurz, wie sind meine Free-to-Play gedupt? Könnt ihr euch gerne abchecken, angucken. Ich habe es ja auch schon im Video erwähnt gehabt. Ich habe denen keine Skill-Ops gegeben, nicht Links gelevelt. Das sind einfach Free-to-Play-Charts für mich. Ich spiele jetzt auch zum ersten Mal und ich bin sehr darauf gespannt, wie sie sich in dem Setup machen. Idealerweise spielt man sie in einem Wicked Bloodline Setup, weil sie ja pro Wicked Bloodline Charakter im Team Attack und 40% bis zu 200% bekommen. Deswegen, genau. Gucken wir uns das Event mal an. Wie die Charts sich hier so machen. Und genau, weil, also das ist ja das Event, wo man. Also ich finde die Schwierigkeitsstufe von dem Event finde ich gut. Man kann aber nur mal hier mal da bestimmte Charaktere mitnehmen, also Kategorien zum Beispiel. Und hier sind es halt nur Artificial Lifeform Charaktere. Und ohne den LR physischen Metal Cooler kam mir das so vor wie, what? Das ist schon ein bisschen zu arg beschränkt. Aber wie gesagt, ich wollte ja auf die Izays der Free-to-Play-Chars warten. Jetzt haben wir sie da und jetzt gucken wir mal, wie die sich so machen. Aber es gibt auch, das habt ihr mich wissen lassen. Dankeschön. Ihr habt auch gesagt, dass es. Auch, also dass es bereits ohne ihr Izay ging, dass man das Event auf jeden Fall auch ohne machen kann. Ich würde gerne erstmal gucken, so was sie ohne Item und so kassieren. Daime, lieben Dank für deinen 6. Sub. Glückwunsch zu neuen Bude, Dankeschön, was geht ab? Also ich würde erstmal nur kurz gucken, was bei ihnen geht. Ohne Items. Dankeschön. Kannst du nicht zuerst ein Auto-Attack machen? Du Psycho, Alter. Einfach ein Auto-Attack wollte ich. Dass man abschätzen kann, ach so, so und so tanken die. Der sagt sich, nein. Dreams Auto-Attack. Ja, Dreams Auto-Attack. Der geht direkt drauf. Ich mag den. Was für ein Penner, ey. Unglaublich. Legende. Okay. Also, ich hab. Ist der LR? Der ist ein. Okay. Ich habe absichtlich einen Ghost Usher mitgenommen, falls der Tag da drin ist, dass er einfach easy rausrotieren kann. Und bei den anderen gehen wir einfach mal drauf. Aber ich muss mal gucken, ob ich überhaupt an sich Schaden an ihn verrichte. Gut, Schaden verrichte. So. Oh je, 2-2. Ja, das Problem ist, ihr habt es gesehen, der Friend physisch Metal Cooler, der Lappen, der ist auf 55%, hey. Mal gespannt, ob dem überhaupt nützlich sein wird. Ich will ja nämlich auch Schaden machen. Denkst du, Ultra Z Broly kommt am Dienstag? Ich weiß nicht. Bin mal sehr drauf gespannt, was uns am Dienstag erwartet, hey. Aber egal, was es ist, ich hoffe, es wird gut. Weil die aktuelle Powerful Open Campaign in Legends finde ich gut. Das Reveals and Stuff. Will ich ohne. Ja, ohne Item. Ich will mal gucken, ohne Item. Achso, weil der hätte theoretisch Revive. Von mir aus soll er drauf gehen. Das Reveals and Stuff werden wir uns angucken. Werden wir uns angucken? Werden wir uns das angucken? Ich lasse euch wissen. Ich habe gerade vergessen, wie mein Schedule aussieht für nächste Woche. Aber haltet die Augen offen. Am besten auf Instagram oder sonst. Das ist jetzt Fred, der ist auf 55%. Ich habe jetzt die Links gelevelt, aber gecheckt. Okay, die kassieren schon die Free-to-Play-Chars. Der hat sogar Typenvorteil.
Gleich 5 hat der, sehr geil. Okay, die kassieren. Die kassieren. Die heilen sich aber auch richtig geil hoch, aber wir wollen das Event ja schaffen. Deswegen machen wir mal folgenden. Ich sage jetzt folgendermaßen. Lass einfach mal. Ja, lass einfach mal so. Er hat doch eine 30% Dodge-Chance, richtig? Dann lass das mal so machen. Ich habe jetzt Damage-Lack schon aktiv, richtig? Richtig für 2 Runden, okay. Der kann sich auch aufbauen. Also, im Prinzip, meine Empfehlung ist. Ja, Metal-Cooler-Team. Metal-Cooler-Team. Weil die haben. Man kann zwar Artificial Lifeform-Charaktere nur mitnehmen, aber speziell die Metal-Cooler. Wieso bist du nicht gedodged, ey? Speziell die Metal-Cooler sind halt noch besser. Sie haben noch eine. Die sollten noch eine bessere Damage-Reduction haben, als auch besser Schaden machen. Kriege ich einen besseren? Oh, mit einem Dupe. Okay. Okay. Komm, jetzt schaffe ich es aber. Alle guten Dinge sind drei. Wo ist der LR? Der ist in der Zeitenrotation wieder. Guck mal, wie das Team aussieht, aber, gell? Einfach komplett Metal Cooler, glänzend. Den physischen wollen wir natürlich drin haben. Jetzt ist die Sache. Würde ich diese Runde überleben ohne Item? Ach, jetzt schon mal US Item. Ich kann das gerade nicht einschätzen, was für Auto, wie viel die von Autodex bekommen. Also jetzt habe ich 40% Damage Reduction für 2 Runden, logischerweise. Okay, gut. Ja, US und Android 8 Kombi ist auf jeden Fall gut. Aber das halt, wenn du es halt, wenn es sich überlappt. Ich denke nicht, dass Android 8 hier alleinstehend hilfreich wäre, weil die Metal-Cooler heilen sich oder so richtig gut hoch. Da könnt ihr noch ein Damage-Reduction-Item mitnehmen, wie Icarus, wie einer von euch es vorhin gesagt hat. Ich habe jetzt Ghost Usher mitgenommen, falls der Tag mal drin ist, dass ihr einfach rausballert. Aber hier ist doch 40% Damage-Reduction aktiv. Okay. So, wir haben hier noch 40% Damage Reduction. Okay, ist auch nicht verkehrt, den mit einem Muss-Item aufbauen zu lassen. Du willst ja nicht sofort. Du willst ja nicht sofort. Sein Revive rausschallern, rausballern. Im besten Fall hebst du einfach auf, wenn du deine Items rausgehauen hast. Oder du tust dann einfach quasi aufbauen lassen mit einem Item, so wie hier jetzt mit 40% Damage Action. Ja, die machen schon gut Damage an sich. Ja, das ist das Sex-Event jetzt. Das ist dem Event, das ist dank dem Event, weil die Metal-Cooler ja halt mehr Schaden machen. Ja, und ich sehe das schon, also mit einem Free-to-Play-Metal-Cooler-Team ist das echt machbar, Leute. Man hält sich auch immer gut hoch. Hier habe ich jetzt kein Wiz-Item mehr. Aber easy peasy, wir aktivieren einfach noch eins. Zack. Meinen Tech habe ich eh rausrotiert. Zur Not habe ich noch einen Ghost Usher. Hä? I don't wanna know. Einfach mit 40%. Ah, ich habe doch das Item aktiviert, oder? Danach Tech. Ja, okay. Die Tech ja danach so oder so richtig so an sich besser, weil sie ja greatly Defense erhöhen mit ihren Super Attacks. Schau mal, du hast 180k Damage kassiert und nach der SA von physisch warst du wieder voll heal. Ja, die heilen es richtig gut hoch, ey. Die heilen es richtig gut hoch. Oh, das ist ja. Lol. Die haben es ja richtig witzig hier. Richtig witzig aufgestellt. Ah, ich glaube. Unterbeziehungen. Nice Crit. Ja, bei dem ist halt leider Gottes. Oh, wenn er hinten diese Super-Rap bekommt.
Dass der nicht additional attacken kann oder so, gar nichts ohne Dupes. Aber der hat einen Dupe gehabt, ne? Der hat 20 Dodge. Man kann ja doch dodgen bestimmt, oder? Kann man hier dodgen? 20 Dodge, Leute. Int-Charakter, alles reingeballert. Okay, nice. Dann wär's tatsächlich mit dem Event. Ist also durchaus machbar mit dem Free-to-Play-Kura-Team. Sehr gut, dass wir das gesehen haben. Und dann hat man auch tatsächlich direkt die Mission dafür. Okay, ja. Also, es gibt ja. Was bekommt man von der Mission? Drei Stones oder so? Ja. Also, ich wiederhole mich nochmal gerne am Ende. Wenn ihr den LR physisch mit Cooler selbst habt, dann nehmt ihn selbst als Leader. Ich habe ihn zwar, aber ich wollte mal gucken und euch zeigen, dass auch ohne eigenen geht, wenn ihr den Friend nimmt. Müsst ihr quasi auf ihn spielen, mehr oder weniger. Der hat ja noch ein Revive etc. bla bla. Und deswegen. Genau. Mit meinem als Leader, also Double Lead, wäre es sogar noch einfacher gewesen. Und das ist jetzt die spezielle Mission, Freunde. Ihr bekommt natürlich, es gibt natürlich eine Mission, wo ihr es einmalig schafft. Und noch eine Mission, wo ihr, wie gesagt, die Free-to-Play Metal Cooler haben müsst im Team. Die hier, diese Typen Metal Cooler. Und dann bekommt ihr 3 Stones und 3 Kais. Und darauf erstmal ein Single Summon. Und LM Metal Cooler Dupe. Direkt hier drin, Black Rift. Nein, als ob. Ey, fette Dreams. Ah, ich hatte so Dreams, dass er sich verwandelt. Das sind super, wie die Tür geht. Da hat er richtig uns gut gebaitet. Ist so schön langsam herangeflogen, der Penner, ey.